Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge World of Warcraft Classic Season of Discovery mit Rinora und Rhetor. So, da ist sie, die Hübsche, ja? Wir haben das Startgebiet Nordhain hier oben haben wir verlassen. Wir haben alles erquestet. Wir sind mittlerweile Stufe 6,5. Und wir gehen jetzt weiter unseres Weges. Wir gehen jetzt mal hier drüben die Wache heilen. Der ist relativ nah. Dann würde ich mich hier runter begeben zur, ich weiß nicht mehr, wie die Mine heißt. Hier ist eine Mine. Dort gibt es einen Mob, der heißt Goldzahn. Das ist ein besonderer Named. Und der droppt zum Beispiel eine unserer Runen, die, ich meine die Shared Pain, also die geteilter Schmerzrune. Und wir kriegen noch die Void Plague, also die Pest der Leere, so heißt die Rune. Kriegen wir durchs Töten seiner Kompagnons, die in der Mine rumlaufen. Also relativ easy geholt. Und können hier noch verschiedene andere Quests annehmen. Hier drüben sind auch nochmal zwei Runen. Bei der einen brauchen wir allerdings einen anderen Spieler, der uns hilft. Der andere Spieler muss entweder auch ein Priester sein oder ein Paladin. Andere Leute können uns dabei leider nicht helfen. Da müssen wir mal schauen, ob da gerade jemand steht und das machen möchte. Ansonsten werde ich das offline machen, weil wie gesagt, ich möchte den Chat nicht unbedingt einschalten. Dafür muss ich das aber tun, weil ich mit anderen Leuten kommunizieren muss. Finde ich cool, dass Blizzard das so eingefügt hat, dass man halt auch darauf angewiesen ist, mit anderen zusammenzuarbeiten. Aber für meine Zwecke jetzt gerade halt ein bisschen doof. Kriegen wir mal hin. Gebet der Besserung ist, glaube ich, die Rune, die ich dann bekomme. Das ist auch eine Heilung. Also eigentlich auch genau das Richtige für mich. So, wir suchen da vorne in der Wache Roberts. Wir haben ja aber einen gefährlichen Wolf, der uns den Weg versperrt. Den müssen wir mal eben an Seite schaffen. Sehr gut. Und die Sache, Robert, sollen wir heilen mit der geringen Heilung und buffen. Oh. Mein Freund, erhebt euch. So, heilt und stärkt Wache Roberts. Jawohl, jetzt kann der wieder frisch ans Werk gehen. Und wir gehen... Sollen wir? Wir gehen zurück zur Priesterin, würde ich sagen. Vielleicht hat die eine Folgequest für uns. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Bei den Priesterquests bin ich nicht so drinne. Da würde ich sagen, gucken wir uns mal an. Vielleicht haben wir eine Folgequest. Sinniges Wolfsfleisch. Wir können natürlich auch kochen erlernen. Dann können wir solche Sachen, sinniges Wolfsfleisch zum Beispiel, können wir verkochen. Ich glaube, ich würde verkochen, aber, oder ich würde nicht verkochen, ich würde kochen wahrscheinlich auch im Nachhinein irgendwie hochziehen, weil ich halt auch Charaktere habe, beziehungsweise ich habe auf meinem Main habe ich ein bisschen Gold. Womit ich solche Materialien auch gut kaufen kann. Wir kriegen eine neue Robe, die hat, da gibt es dann auch jetzt einen neuen Unterschied. Können wir eben hier schauen, wir haben noch Macht von Schild, ja, können wir nicht, ja, ich weiß genau. Dieses Ausrüstungsteil ist grün hinterlegt, man sieht diesen grünen Rahmen, das ist ein grünes Ausrüstungsteil, ein Ausrüstungsteil normaler Stufe. Das hier ist, also grau ist wertlose Stufe und weiß ist, glaube ich, normal und das hier ist besonders. Irgendwie sowas, ja. Ich weiß nicht mehr. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, für was die Farben nochmal standen. Es gibt da noch blau, das ist selten. Lila ist epic und gelb oder gold ist legendär. Die gibt es aber in Classic. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gar nicht gibt oder ob es die nur sehr, 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 sehr selten gibt. Aber, wir werden davon wahrscheinlich jetzt gerade keins zu Gesicht bekommen von den legendären Sachen. Aber das sind halt so die Abstufungen. Bei Blau weiß ich es ganz genau. Ja, gewöhnlich. Gewöhnlich heißt es. Jetzt bin ich drauf gekommen. Grünen sind gewöhnlich. Die Weißen sind normal. Und die Grauen sind wertlos. Jetzt für uns in dem Level gerade noch nicht wertlos. Aber sie werden es mit zunehmender Geschwindigkeit. Ja. Und das Besondere an Ab einem gewöhnlichen Status, jetzt die grünen Sachen, hat man dann verschiedene Werte drauf. Hier sind zum Beispiel plus 1 Willenskraft drauf. Wir haben jetzt gerade 30 Willenskraft. Wenn wir das anlegen, haben wir 31. Und dadurch können wir halt auch so ein bisschen mehr erhöhen. Hat auch deutlich mehr Rüstung drauf und sieht auch direkt ein bisschen schicker aus. Ja, die können wir dann gleich verkaufen. Die beziehungsweise die wird automatisch verkauft. Das Fleisch verkaufen wir auch dazu. Und dann können wir weitermachen.
Aber wir können mal eben verkaufen. Können wir auch beim Gastwirt machen. Hier einfach dann hier unten auf Säckchen klicken. Die wird automatisch verkauft. Die verkaufen wir da. Und danke, ciao, vielen Dank. Ups. Das war keine Absicht. Oder doch? Wer weiß das schon. Dieser Platz hier ist besonders, der ist frei. Hier wird nämlich der Dunkelmond-Jahrmarkt aufgebaut, wenn er dann mal wieder bei uns ist. Ich finde, glaube ich, gerade bei der Horde statt. Räumen wir hier nochmal den Weg frei von der Spinne, die uns jetzt wahrscheinlich vergiften wird und wir können noch kein Gift heilen. Ja, der ist vergiftet. Jetzt sieht man halt auch einen Debuff. Der ist dann hier unter den Buffs, der ist jetzt auch bei dem Charakterbildschirm noch mal oben drüber. Steht halt, wir werden alle 3 Sekunden bekommen wir Naturschaden. Und der Buff hält, glaube ich, 10 Sekunden oder 12 Sekunden an. Jetzt gleich ist er schon wieder vorbei. Aber kann natürlich in der falschen Situation ordentlich Schaden verursachen. Muss man immer bedenken. Was haben wir da? Ach, da wollen wir hin. Da ist die Mine. Da haben wir wieder ein Silberblatt. Wenn wir jetzt Kräuterkunde hätten, könnten wir es abbauen. Wenn wir dann noch Alchemie hätten, könnten wir das auch verarbeiten. Aber das haben wir beides nicht. Noch nicht. Alchemie werden wir haben. Kräuterkunde werden wir nicht haben. Haben wir uns in der letzten Folge, oder habe ich mich in der letzten Folge für entschieden. Aus Gründen. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr die Gründe. So, die Tiefenschachtmine ist das hier. Ja, hier müssen wir jetzt aufpassen. Hier sind ein paar Gegner. Die sind auch schon was stärker als die anderen. Nicht 100% stark, aber ich denke, wir kommen klar. Hä? Wo krieg ich denn hin? Hoppla, Mikro geschlagen. Ist gerade der Wurm drin. So, den haben wir. Der hat ein bisschen Goldstaub gedroppt. Das ist auch sehr gut. So, wir müssen jetzt hier auch die Mine erkunden. Wir müssen ausspähen des tiefen Schachts. Aber wir müssen natürlich auch hier rein. Weil, hallo Magier, gib mir doch bitte einen Buff, wenn das so nett wärst. Er ist nicht nett. Er hilft mir, weil er hätte mich auch buffen können. Oh, schön, ein Level. Eine Kerze und ein bisschen Goldstaub. Jetzt haben wir die Mine erforscht, das ist auch sehr gut. Aber wir können direkt mal Ausschau nach Goldzahn halten. Wie jetzt schon wieder so viele Spieler rumlaufen, würde ich den eigentlich ganz gerne mitnehmen. Und die hier können ja auch unsere geteilter Schmerzrune droppen. Ja, den letzten musst du wieder stehen, ne? Habt ihr gesehen, da war gerade ein bisschen Stoff bekommen. Leinenstoff. Das ist dann halt, das sind humanoide Gegner, die können Leinenstoff droppen. Okay. Es ist ein Narg. Das ist ein Rare. Das ist ein Named, der selten anzutreffen ist. Tatsächlich jetzt hier an der Situation wird der wahrscheinlich auch gleich wieder auftauchen. Aber im Normalfall sind die relativ selten. Und der kann halt was Besonderes droppen. Ich würde auch gerne mal kurz hier stehen bleiben und gucken. Vielleicht kommt er ja gleich wieder. Dann können wir herausfinden, was der droppt. Im niedrigen Levelbereich, wo wir uns gerade noch befinden, droppen die immer dasselbe und halt auch nur ein Teil. Es gibt aber... ja, hallo. Es gibt aber auch später größere Rares, die halt verschiedene Sachen droppen können und auch mit höheren Seltenheitsstufen. Also dann gibt es wirklich Sachen, die, auch wenn der Rare, wenn wir ihn getötet haben, dann droppt er was anderes als das, was wir eigentlich haben wollen. Das gibt es auch. Es ist halt ein Rare. Ne? Es ist der Charakter ist selten, wenn der da mal auftaucht. Und der Loot, den er dabei hat, ist auch Rare. Oh, Goldzahn versucht zu flüchten. Goldzahn wird gerade erledigt. Hat ihn jemand erledigt, hat ein Level abbekommen, hat man sehr gut gehört. Ich glaube, Narg taucht gerade nicht mehr auf. Oh, ich möchte jetzt auch nicht hier in der Höhle enden, wie hier alles wieder zuwächst. Mit Gegnern meine ich.
Aber hier unsere. Die droppen das auch schon wieder nicht. Minenarbeiter droppen das, die. Unsere Rune. Ah nein. Was ist das? 25er, was macht der denn hier drin? Sag mal, wieso ist der jetzt gerade so schnell umgefallen? Ein Stufe 25er läuft hier rum. Vorne liegt Goldzahn. Eine Leiche, das heißt, wir müssen jetzt hier am besten warten, bis der wiederkommt. Kann aber auch sein, dass der hier unten ist, weil auch wieder relativ viele Spieler jetzt gerade hier. Das ist meiner, den habe ich zuerst angehauen. Der kann. Wenn der halt jetzt. Wenn der Lebensleiste jetzt nicht rot, sondern grau wäre, dann wäre es nicht meiner. Direkt den nächsten. Wie gesagt, hier laufen andere Spieler rum und ich möchte ein bisschen was freiräumen, wenn gleich Goldzahn auftaucht. Sollte eigentlich bei der Anzahl Spieler, die hier rumlaufen. Oh, ich wollte nicht looten, ich wollte hauen. Bei der Anzahl Spieler, die hier rumlaufen, sollte der eigentlich gleich relativ schnell wieder da sein. Dann möchte ich am liebsten bereit für ihn sein. Ich meine, der müsste hier im Raum, müsste der wiederkommen. Da ist nämlich der Minenarbeiter, den wir gerade erledigt haben, ist gerade wieder aufgetaucht. Also es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass Goldzahn jetzt wieder auftaucht. Oder der läuft hier rum und ist an einer anderen Stelle aufgetaucht. Das wäre natürlich jetzt bitter. Haben wir noch erwischt, wunderbar. Mit Sühne angreifen. Sogar dreimal durchgekommen, wunderbar. Warum nicht mehr? Wird von sich aus erledigt. Kerzen haben wir. Das ist warten, bis der wieder auftaucht. Das ist natürlich nicht so schön. Was soll man machen, ne? Ich weiß nicht, ob Holzhahn auf mehreren Positionen. Ich meine, der kann nur hier unten auftauchen. Kann aber auch. Kann mich auch irren und der taucht oben irgendwo auf und der wird da jetzt gerade wieder erledigt. Wir haben nur einmal gelesen, Goldzahn versucht zu flüchten. Also. Das ist halt Classic. Das kann. Er wird auch durchaus ein paar Minuten dauern, bis der wieder auftaucht. Staub. Er hat nicht Goldzahn angegriffen, das ist schon mal ganz gut. Herze. Geh weiter, ich möchte hier auf Goldzahn warten. Ah nein, da hat schon wieder einer Goldzahn angegriffen. Das ist doch kacke. Also der Goldzahn scheint hier oben zu spawnen. Wir sollten uns hier oben platzieren. Eventuell, wenn wir hier warten, kann auch sein, wenn jetzt gleich mal dazu kommt, dass derjenige uns in eine Gruppe... einlädt, um den gemeinsam zu machen. Wenn man in einer... Ist der schon wieder? Ja, ich hole mir den jetzt. Wenn das vielleicht gerade ein bisschen doof ist, weil ich den anderen noch habe. Muss man uns mal eben heilen. Ja, toll, der hat natürlich widerstanden. Eventuell, wir brauchen jetzt ein bisschen länger für den Kampf. Eventuell kommt jetzt jemand, der uns hilft.
Weil der ist schon, ja, klasse. Ich wollte mich heilen, ich wollte nicht ihn. Da, ja. Klasse. Das ist halt das Problem, was man als Heiler hat. Du hältst nicht viel aus, du kannst dich nicht doll wehren und dann ist der Respawn durch die Spielerzahl halt so hoch, dass die Mobs, die du gerade erledigt hast, wieder auftauchen und verhindern, dass du den Boss killst, den du killen möchtest. Sonderheit, ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, wie das ist, wenn man gestorben ist. Man ist gestorben, man läuft zu seiner Leiche zurück. Man kann sich theoretisch auch da hinten beim Geistheiler wiederbeleben. Ich meine, beim ersten Mal ist das noch ohne Konsequenzen. Ab einem gewissen Level, ich weiß nicht welches Level, ab Level 20 glaube ich, bin mir aber nicht sicher, kann auch 15 sein. Ab einem gewissen Level oder beim zweiten Mal hat man eine Wiederbelebungsnachwirkung, die hält, ich glaube, 30 Minuten. Ne, 10 Minuten, 10 Minuten sind's. Und verringert das, wir sind über der Mine, wir sind unten, wir sind gerade oben, wo wir unten waren gerade. Wir müssen jetzt gucken, wo der Mineneingang war. Der war nämlich hier. Ja, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich gerade erzählt habe. Hab ich vergessen. Da kam der Minendings halt dazwischen. Ja, wollte euch eigentlich nur zeigen, dass man halt. Achso, genau, der Wiederbelebungsnachwirkung verringert das Leben, verringert die Erfahrung, die man bekommt, verringert auch den Schaden, den man macht. Ist also relativ ungeil. Oh, haben wir den. Na, das stimmt, den einen hat man noch gekillt. Blöde Kuh hier natürlich, die hat den jetzt erledigt. Also, ja, alles gut, ne? Ich meine. Aber der wird jetzt hoffentlich nochmal hier spawnen. Das wäre halt sehr schön, ne? Das würde ich jetzt feiern. Da liegt er. Liegt dann nochmal, also der wurde vielleicht sogar noch zweimal erledigt, als wir jetzt unterwegs waren mit unserer Leiche. Ja, und wenn man stirbt, dann verliert auch halt die Haltbarkeit der Rüstung, sieht man hier, dann sieht man auch die Gesamtkosten, dann jetzt 13 Kupfer Reparaturkosten. Ja, so kann man halt auch Geld verlieren, ne, wenn man jetzt öfter stirbt. Wiederbelebungsnachwirkung, wie gesagt, wenn man sich beim Geister da wiederbelebt, wenn man zu seiner Leiche läuft, hat man das nicht. Hat man keine Wiederbelebungsnachwirkung. Nur wenn man zu oft stirbt, dann bekommt man quasi, dann kann man sich nicht mehr direkt wiederbeleben. Dann bekommt man einen Timer auf die Wiederbelebung. Hier ist aber auch stark, das Ding, ne? Oh, lol, ist das ein Feigling. Ja. Nein, da kommt der Nächste. Ich plünder den jetzt. So, jetzt habe ich das schon mal erledigt. Jetzt kann ich entweder nochmal sterben oder ich heile mich. Den sollte man doch auch so hinkriegen, den kleinen. Ja, aber dann kriegt man einen Timer quasi und kann sich, das passiert im PvP gerne, dann kriegt man einen Timer und kann sich erst in 15 Sekunden wiederbeleben oder in 30 Sekunden. Und umso öfter man hintereinander stirbt, umso umso mehr verlängert sich dieser Zeitraum. Ja, genau. Wollte ich noch mal gegen ihn kämpfen. Dann kämpfe ich lieber gegen den hier. So, und jetzt würde ich gerne mal ein bisschen recken. Ich habe jetzt 2 Wasser verschwendet. Ich würde jetzt gerne jetzt mal mein Wasser in Ruhe trinken können und hier meinen Blauschimmelkäse essen, damit ich hier auch vernünftig weiterziehen kann. Mein Leben ist schon mal wieder voll, Mana ist auch gleich voll, wunderbar, gebufft bin ich noch. Jetzt können wir vielleicht mal unsere andere Rune noch bekommen. Von dem Goldzahn bekommen wir eine Rune, da haben wir gerade die Erinnerung eingesammelt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir dann wieder nach Nordheim müssen oder ob es eine andere Möglichkeit gibt zu meditieren. Wir müssen doch bestimmt wieder hier diesen Meditationszustand erreichen. Vielleicht können wir das auch überall machen, müssen wir gleich mal ausprobieren, ob wir einfach niederknien können. Aber ich würde es halt begrüßen, wenn jetzt endlich mal dieses andere Mistding droppt. Bis jetzt ist der grau, weil den jemand anders angegriffen hat. Jetzt brauche ich den nicht mehr angreifen, weil für mich hat der weder Erfahrung noch Loot. Der läuft hier durch und pullt wieder alles. Was
sehen jetzt mal gleich. Natürlich kommt der andere auch. Aber den hat er direkt sich geschnappt. Hat er mir quasi ein bisschen mit geholfen. Aber er hat mir eigentlich nur geholfen, weil er den Mob selber erledigen möchte. Weil er natürlich seine Quest auch erfüllen möchte. Weil er eventuell auch dieselbe Rune sammeln möchte, wie ich. Aber ist trotzdem gut, er hilft mir. Also ist jetzt gar nicht so verkehrt, dass er hier ist. Es kann aber natürlich auch sein, dass er mir jetzt den Rare klaut. Er ist ein Level höher als... Ne, er ist im gleichen Level, aber macht mehr Schaden als ich. Oder es kann natürlich auch sein, dass sein Mob niedriger war. Das kann auch sein. Ein Kobold-Minenarbeiter. Ich gucke gerade mal, ob ich da hinten einen Geralt, einen Nack sehe. Hier ist ein Kobold-Minenarbeiter. Das ist meiner. Ja, jetzt waren wir gerade noch Verbündete. Oh, Scheiße. Ich sehe gerade. Oh Mist. Er könnte mir helfen. Er könnte mir helfen. Er wird mir nicht helfen. Er wird mir nicht helfen. Ah, ich helfe mir selber. Ah, ja. Jetzt waren wir gerade noch Verbündete. Wir haben uns gerade noch gegenseitig geholfen. Jetzt hätte er mich fast sterben lassen. Oh, shit. Oh, Mist. Hätte die Sühne einsetzen sollen, um mich zu heilen. Ich sterbe jetzt. Nein! Oh! Oh, wir haben ein Rezept für. Wir haben ein Rezept für Schneiderei gefunden. Na toll! Na toll! Ey, der Respawn ist aber auch echt nervig gerade. Ich muss mich selber heilen. Das ist halt das Blöde. Wenn du Sühne einsetzt, heilst du dich selber oder machst deinem Gegner Schaden? Willst du dich selber heilen, klickst drauf, wirst in dem Moment angegriffen und gehittet. Du nimmst ihn automatisch ins Target und hast aber dich selber noch nicht geheilt, greifst du ihn wieder an. Das ist so ein bisschen das Blöde an der Sühne. Ein sehr geiler Zauber, aber halt auch mit einem großen Nachteil behaftet. Ich hoffe, dass wir jetzt einfach nochmal hier ein bisschen recken können. Vergessen zu essen. Aber Mana ist tatsächlich wichtiger. Ich hätte jetzt echt gerne mal, dass diese blöde Rune droppt. Wir haben die noch nicht, ne? Wir haben jetzt erstmal hier nur das. Konzentriert euch auf die Erinnerung, um ein neues. Kann ich das einsetzen? Nee. Nee. Da muss ich mich wieder konzentrieren. Ich will das jetzt nicht hier in der Höhle machen. Weiß auch gar nicht, ob das hier in der Höhle geht. Oh, ja, der hat ein bisschen was an sich dran. Ja, du hättest mal lieber nicht angreifen sollen, Kollege. Ach, das ist ein Paladin. Okay, Paladin kommt da wahrscheinlich raus. Nehmen ihn auch mal einen weg. Ich weiß nicht, ob der am Anfang schon sein. Paladiner haben ein mächtiges Schild. Können wir mal heilen. Ein bisschen geholfen. Paladiner haben am Anfang ein mächtiges Schild, was sie einsetzen können, womit sie Schaden. Jetzt heilt er mich. Schön. Womit sie Schaden vermeiden können. Oder verhindern können, dass sie überhaupt Schaden kriegen. Ich weiß aber nicht, wann ein Paladin das bekommt. Boah, diese Rune droppt aber auch sehr bescheiden. Natürlich ist da jetzt auch ein anderer gespawnt.
Ich glaube, er hat noch nicht geerdet, das ist sehr gut. Es ist aber auch wirklich zum Verzweifeln, ne? Die droppen sehr schlecht. Ich lese noch mal kurz nach. Nicht, dass ich hier. Der Ton ist leider, wenn man raus hab, ist der weg. Ich lese noch mal kurz nach. Nicht, dass ich was falsch mache. Drop von Kobold Minenarbeiter, ja. Erinnerung an einen eingekehrten Retter. Was haben wir hier bekommen? An einen dunklen Zweck. Nein, wir brauchen einen eingekehrten Retter. Auch wieder eine Erinnerung. Ja, und ist leider sehr nervig, dass die nicht droppt. Ah, Mann, wo ist der denn schon wieder hergekommen? Bisschen mehr Schaden an den Verursachen hier, ich hoffe. Der widersteht mir jetzt nicht hier auf irgendeine Art und Weise nochmal. Das wäre nicht schön. Ja, sehr gut. Oh ja, wir haben sie endlich. Wunderbar. Jetzt lasst mich noch in Ruhe recken, dann kann ich aus dieser blöden Höhle rauslaufen. Wir haben diese beiden Erinnerungen. Ja, eingekehrter Retter, ich sag's ja. Das ist tipptopp. Dann können wir endlich aus dieser Höhle raus und ja, wenn ich jetzt Machtwort Schild hätte, könnte ich einfach durchrennen. Ich mach's jetzt trotzdem. Ich hoffe, dass der Weg da oben der richtige ist. Nee, ist er nicht, das ist eine Sackgasse. Ich renne jetzt hier lang. Ah, da geht's raus, da geht's raus, da geht's raus. Wunderbar. Tschüssikowski. Hallo, hey, alles klar? Ja, schön, dich zu sehen. Ich muss hier weg. Tschüssi. Oh, ein Glück. Ich wollte eigentlich hier rüber und die Quests annehmen. Ich gehe jetzt aber erstmal zurück. Zurück nach Goldhain, hier oben hin. Ja, da kann man Quests abgeben, wir können verkaufen. Und das Allerwichtigste, wir können vielleicht auch unsere Teile hier einsetzen. Die Schneiderei-Rezept. Wir wollen ja Schneiderei auch lernen. Das ist eine sehr schöne Robe mit einer Intelligenz drauf, auch sehr cool. Würde ich mir tatsächlich verfahren. Vielleicht gehen wir in der nächsten Folge einfach mal nach Sturmwind rein. Wir haben jetzt zwei Silber. Wir müssen noch einen Zauber erlernen. Aber eventuell leben wir uns das auch einfach auf und erlernen einfach unseren Beruf, Schneiderei. Alchemie können wir noch erstmal ignorieren. Aber Schneiderei müssen wir halt entweder hier ganz hinten erlernen oder in der Stadt. Da jetzt gehen wir lieber in die Stadt rein. Würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge mal in die Stadt. Lass mich in Ruhe, blöde Spinne. Gehen wir in die Stadt rein, erlernen Schneiderei. Gucken vielleicht nochmal beim Priesterlehrer vorbei in der Kathedrale. Um einen neuen Zauber, Machtwort Schild, zu erlernen, was der uns auch sehr helfen wird. Spinne weg, Spinne ist weg, ja. Und schönen guten Tag. Schönen guten Tag, dir auch. Dann können wir das so machen, ja. Wir geben ab, wir nehmen eine neue Quest an. Das machen wir hier wahrscheinlich dasselbe jetzt wieder, da ist ein Schurke. Ziehen wir sogar zwei Quests ab. Eine neue Quest nehmen wir an. Geben noch eine weitere ab. Haben ein Level. Wir sind jetzt Level 8. Können wahrscheinlich wieder neue Zauber lernen. Erforscht die Jaspismine. Wir waren gerade in der Tiefsteinmine. Jetzt müssen wir in die Jaspismine. Wir können da drinnen noch was machen. Vielleicht können wir in der Kathedrale dann auch meditieren. Das ist eigentlich ein sehr guter Plan, dass wir da hingehen. Ich versuche das jetzt hier nochmal. Guck mal, wir sollen auch noch eine Lieferung nach Sturmwind. Das ist ja eigentlich perfekt. Haben wir jetzt perfekt abgetimt. Ich knie mich hier nochmal hin. Einfach um zu gucken, ob das auch hier geht, wenn wir hier in längerer Zeit knien. Dass wir jetzt meditieren. Sieht mir aber nicht danach aus. Es passiert nichts. Nee. Ich denke, wir knien jetzt schon lange genug. Das geht nicht. Dann müssen wir tatsächlich nach. Achso, wir wollten noch verkaufen. Ja. Dann müssen wir tatsächlich nach Sturmwind wahrscheinlich in die Kathedrale, um das dort zu machen. Aber das ist, wie gesagt, nicht verkehrt. Wir haben jetzt auch eine Quest bekommen. Wir müssen. Was ist das? Williams Lieferung. Das sieht aus wie Kerzen. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ein Zettel. Den müssen wir da hinbringen.
Hier sind auch nochmal irgendwelche Kerzen, die wir bekommen haben. Das können wir verkaufen, das können wir auch verkaufen. Die Äpfel verkaufen wir. Wir haben noch Brot und noch einen Blauschimmelkäse. Ziehen wir die Quest-Sachen mal hier hoch. Beziehungsweise das Rezept ziehen wir hier hin. Quest dahin. Da ist auch Stoff für unsere Schneiderei. Ja, ist doch wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge in die Stadt. Gehen ein bisschen shoppen, gucken ein bisschen uns nach Berufen um, erfüllen eine Quest und werden Sturmwind erkunden. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Vergesst das Däumchen nach oben nicht. Kommentiert fleißig und abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Das ist bei YouTube kostenlos. Ihr bezahlt dafür nichts und ihr unterstützt mich. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.